Du interessierst dich für den Beruf des Architekten oder für das Architekturstudium, aber hast dich immer schon gefragt, wie viel verdient man nach dem Studium als Architekt? In diesem Video erhältst du Antworten auf diese Frage. Herzlich willkommen bei Architekt von Morgen. Ich bin Jan. Und ich bin Robert und wir wünschen dir ganz viel Spaß in diesem Video. Ganz kürzlich haben wir einen Kommentar erhalten, wo uns mal wieder die Frage gestellt wurde, was man als Architekt eigentlich so verdient, wie wir zu dieser ganzen Thematik stehen und ja, was wir dafür Tipps geben können. Wenn man so im Internet rumschaut, dann stößt man häufig auf Webseiten, wo man Durchschnittsgehälter sieht, auf ganz Deutschland betrachtet, Bundesländer gefiltert und so weiter und so fort. Wir möchten dieses Thema aber heute etwas anders betrachten, weil wir glauben, dass es in deiner Hand liegt, was du hinterher nach deinem Architekturstudium verdienst. Dazu kommt noch, dass man natürlich mit dem Architekturstudium auch in ganz anderen Bereichen arbeiten kann nachher. Allerdings wollen wir jetzt mal, damit das überhaupt irgendwie in einem Video fassbar bleibt, im Hochbau bleiben und auf das eingehen, was du eben nach dem Master in einem Architekturstudium verdienst. Falls du auch das Interesse hast, nicht im klassischen Bereich der Architektur zu arbeiten, sondern vielleicht auch in anderen Branchen unterwegs zu sein, könnte dieses Video für dich interessant sein. Da haben wir einfach mal gezeigt, was es sonst für andere Berufsmöglichkeiten gibt, in die man sich entwickeln kann als Architekt. Zuerst einmal müssen wir feststellen, dass auch innerhalb dieser Blase des Hochbaus und des klassischen Architektenberufs es ganz unterschiedliche Gehälter geben kann. Also wenn du jetzt angestellt bist im Architekturbüro, ist es ein riesiger Unterschied, ob du zum Beispiel als Bauleiter dort funktionierst oder fungierst oder ob du zum Beispiel die Entwurfsplanung machst. Das liegt zum Beispiel daran, dass der Aufgabenbereich und auch die Verantwortung ganz andere sind. Auch in der HOAI ist es ja schon stark ablesbar, dass die Objektüberwachung einen deutlich höheren Honoraranspruch hat als die Grundlagenermittlung oder die Genehmigungsplanung zum Beispiel. Außerdem kommt es natürlich darauf an, wie lange du schon in deinem Job bist. Wenn du jetzt also gerade von der Uni irgendwie runtergehst und dann als Architekt in Praktikum anfängst, sind die Gehälter ganz zu Anfang natürlich wirklich deutlich kleiner. Das hängt vor allem daran, dass die Architekturbüros, die euch dann eben einstellen, noch viel Zeit damit verbringen müssen, um euch auch wirklich was beizubringen. Das heißt, ihr habt am Ende nicht nur das normale Gehalt, mit dem ihr angestellt seid, sondern letzten Endes bekommt ihr auch noch Bildung. Wenn du also in eine Gehaltsverhandlung reingehst, hängt es ganz, ganz stark davon ab, was du eigentlich so auf dem Kasten hast. Also in wie vielen Büros hast du schon gearbeitet? Hast du auch schon Praxiserfahrungen gesammelt? Oder kommst du wirklich als Grünschnabel aus dem Studium heraus und hast eigentlich von der Praxis gar keine Erfahrung? Dazu nochmal eben ergänzt, nur weil du jetzt Anfänger bist oder Architekt im Praktikum, heißt das noch lange nicht, dass du nicht auch mehr verdienen kannst. Es hängt nämlich, wie Robert gerade schon gesagt hat, ganz klar davon ab, wie verhandelst du überhaupt? Also gibt es irgendwelche Werte, gibt es irgendeinen Mehrwert, den du dem Büro bieten kannst, dass das Büro von dir profitiert. Zum Beispiel, wenn du jetzt in deiner Freizeit die ganze Zeit netzwerkst und irgendwie Aufträge für dein Büro generieren kannst oder wenn du irgendwelche Skills hast, die sonst in dem ganzen Büro keiner hat oder die den ganzen neuen Wirtschaftszweig für dich aufmachen, dann ist das natürlich ein Riesenargument, dir mehr Geld zu geben. Wenn du allerdings da anfängst, die dir erstmal noch was beibringen müssen und du die Arbeiten übernimmst, die sonst ein Bauzeichner macht, dann ist es natürlich auch klar, dass dein Gehalt kleiner ausfällt. Du solltest dir die Frage stellen, was kann ich dem Unternehmen oder dem Architekturbüro geben, was dem Unternehmen so viel wert ist, dass sie auch bereit sind, mir persönlich mehr Geld zu geben und mich besser zu bezahlen als andere. Wenn du natürlich irgendwo in der mittleren Masse rumschwimmst und dich nicht absetzen kannst, nicht abheben kannst, nicht positioniert bist, dann wird es dir deutlich schwerer fallen, auch Gehaltsverhandlungen durchzuboxen. Mir ist es schon oft aufgefallen, dass Leute, die zum Beispiel im Bachelor angefangen haben, in einem Architekturbüro zu arbeiten, die dann automatisch den Anspruch hatten, ab dem Moment, wo sie ihren Bachelor in der Tasche haben und den Master dann anfangen, dass sie dann automatisch mehr verdienen. Und ich persönlich verstehe das eigentlich gar nicht, weil ich denke mir, klar, du hast jetzt zwar deinen Abschluss dort fertig, aber das, was du jetzt hier lieferst im Büro, hat sich das verändert? Hat sich das verbessert? Hast du dein Studium einfach abgehakt oder hast du auch wirklich dort so viel gelernt, dass du jetzt auch dem Unternehmen Mehrwert bringst? Wo wir schon beim Thema Mehrwert sind. Es geht vor allen Dingen, egal in welcher Branche du arbeitest, ob es Architektur ist, ob es in der Automobilindustrie ist oder sonst wo, es geht immer darum, Werte zu schaffen. Also, wenn du irgendwas kannst, irgendwo was gut machst, dann wirst du damit immer mehr verdienen als jemand, der es einfach nur so macht, weil du auf dem Papier vielleicht
denkst, mehr zu verdienen. Also wenn du einfach nur sagst, okay, ich gucke Tipps in Google ein und sehe, in dem Beruf verdient man viel, heißt das noch lange nicht, dass du auch wirklich gut verdienst. Also gerade für diejenigen, die jetzt vielleicht frisch aus der Schule kommen, lasst euch gesagt sein oder lasst euch den Tipp vielleicht von uns geben, guckt nicht in erster Linie auf das Geld, weil ein BWL-Student, der vielleicht deswegen BWL studiert, weil er glaubt, damit hinterher viel zu verdienen, wird noch lange nicht automatisch viel Geld verdienen, nur weil er dieses Studium gemacht hat. Wenn dieser BWL-Student sich gleichermaßen bewegt wie die anderen und sich auch nicht abheben kann, dann kann es auch sein, dass hinterher du als Architekturstudent mehr verdienst als der BWL-Student, weil du einfach dich besser positioniert hast. Und das sollte jedem klar sein. Lasst euch nicht zu sehr von diesen ganzen Zahlen und Gerüchten verunsichern und auch von diesen Glaubenssätzen, die andere Leute in euch reinbringen wollen, sondern fragt euch wirklich, wie könnt ihr euch abheben? Was macht euch besonders aus und was macht euch stark, was macht euch Spaß und wo könnt ihr euch darauf spezialisieren? Und wenn ihr das ausarbeitet, wenn ihr das auch klar kommunizieren könnt in Gehaltsverhandlungen, dann garantiere ich euch, dass ihr mehr verdienen werdet als der Durchschnitt im Architekturbusiness. Falls du dich jetzt wunderst, warum du von uns noch nicht eine Zahl gehört hast, das liegt ganz einfach daran, dass wenn du einfach nur eine Zahl haben möchtest, du es auch selber googeln kannst. Also du hast da einmal die, die wenig verdienen, du hast da einmal die, die viel verdienen. Es ist einfach nur das Mittel und das sagt letzten Endes gar nichts aus. Wenn du die Dinge, die wir jetzt hier im Video euch und dir genannt haben, irgendwie berücksichtigst, dann kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass du mehr verdienen wirst als der Durchschnitt. Achte auch immer darauf, dass sowas natürlich auch stark von Bürogrößen abhängig ist. Klar, in größeren Büros ist in der Regel mehr, sag ich mal, Geld auch im Geschäft drin. Jedoch sind dort auch die Verantwortlichkeiten anders verteilt. Also wenn du in einem kleinen Büro anfängst mit einer Handvoll Leute, die da arbeiten, bekommst du auch schnell viel mehr Verantwortung, kannst viel mehr lernen, hast einen direkteren Austausch mit deinem Chef zum Beispiel. Und wenn du dann zum Beispiel anfängst, für ihn auf Akquise zu gehen, du organisierst deinem Chef Projekte, dann garantiere ich dir, wird er sehr stolz auf dich sein und auch bereit sein, dir mehr zu bezahlen als anderen Studenten. Gerade dann zählt auch wieder dieser Punkt, dass wenn du die Verantwortung hast, du auch viel besser in so eine Verhandlung reingehen kannst und eben auch einen Grund hast, warum er dir mehr zahlen soll. Wir sind sehr gespannt, was ihr davon denkt und ob ihr das genauso seht oder ob es ein Thema ist, was euch auch vielleicht viel herumtreibt, wovon ihr vielleicht auch sogar abhängig macht, ob ihr jetzt wirklich Architektur studieren sollt oder lieber doch nicht. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.